voll reingucken. Zeigen, zeigen. Zeigen, 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 zeigen. Zeigen, 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 okay. Echt das ist, korrekte Leute. Hier drin im Moment, einstimmig. Dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Zeigen, weil wegstecken. Genau so sieht's nämlich aus. Gefall ich dir? Schieß hier bitte in den Fuß. Warum drehen Schale bei Waffen immer komplett am Rand? Was einfach. Herkules, ich begrüße auch dich im Stream. Leider ein bisschen spät, aber hätte nicht geklappt. Wir müssen am Plan festhalten, genau, wegstecken. Wegstecken. So, auf geht's. Wegstecken. 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 So. Jetzt gucken wir nochmal hier, haben wir ein bisschen was zu lesen, das weiß Abischlein. Ich. Abischlein. Native American. Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner von Joseph Malek. Genau, und das ist tatsächlich auch interessant. Auch wenn es echt ein bisschen Text ist jetzt. Die Bärenmutter kehrte zurück. Sie war fruchtbar. Fruchtbar, genau. Sie war furchtbar zornig und griff den Kampf. Die Bärenmutter war fruchtbar zornig. Fruchtbar zornig und griff die Kaufmann an. Doch er konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und stieß auf den Kaufmann herab. Der zwischen den Bäumen hindurchrannte, doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Flucht schlagen. Der Kaufmann verließ den Wald in Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald in den Händen halten würde. Doch, da fiel ein großer Baum und versperrte ihm den Weg. Er musste umkehren und einen anderen Weg finden. Da traf er ein weiteres Mal auf die Bären. Der große Geist hielt ihn an diesem Tag auf und die Bären konnte Rache üben. Die böse Natur. Die Natur zu verärgern bedeutet, das eigene Leben zu opfern. Der große Geist sieht alles. Vergiss das nie und sei auf der Hut. Respekt ist die Lebensart des Stammes. Genau. Hashtag wegstecken finde ich lustig. Wenn ihr Bock habt, teilt den Stream und schreibt mir dabei Hashtag wegstecken oder so. Das wär super lustig. Ich glaube, die Leute, die nach dem Hashtag suchen, die haben dann Porno, Stream, ja, nur so als Porno, als Stream. Steckwecken, auch schön. Okay, es gibt natürlich noch mehr. Ach, da wäre noch mehr. Eine Begegnung mit den netten Problembären. Nicht wirklich besser. Wir sollten uns nur die Bilder angucken, das mache ich auch immer so. Ein Pfeil und Bogen, ein Schmetterling, das Zeichen, das wir aus der Mine kennen. Nicht lesen? Nein? Wollen wir das alles lesen? Ich glaube, das waren noch mehr Seiten. Ja, ich glaube auch. Okay, wir machen nur... gut, Jägersymbol, gutes Jagdgebiet, das können wir ja machen. Schmetterling, Vision oder Traum von der Zukunft, auch cool. Schädelsymbol, das haben wir ja in der Mine gesehen. Ein Schutzzauber oder Banne, der vor bösen Geistern schützen soll. Super nice. Das war tatsächlich alles. Ach, war schon? Ah, na gut. Okay, auch gut. Hätten wir es auch noch vorlesen können, aber naja. Märchenonkel Stopf. Schön. So, eine Lampe. Das Feuerchen. Ob würde die funktionieren, ganz ehrlich. Ah, oh, da cool. Ja, stimmungsvolles Licht. Jetzt kann man dran denken, die Bärin war fruchtbar. Ich find's so geil. Alle sind fruchtbar da. Alle. Und wir legen ein Holzklotz nach dem anderen rein. Zwei. Der hat auch so einen komischen Finger, guck mal. Alter, aber voll. Das ist wie beim ADAC-Simulator, der mit dem langen Daumen. Das stimmt. I like rusty spoons. I like rusty spoons. Mach an. Mike 1, Feuer 0. Läuft. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Emily ist nicht da, wir können sie nicht verbrennen. Ich glaube, mit Alkohol wär's entspannter. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Wir sollten welchen brennen. Beruhigen, lass uns rummachen. Ja, wenn sie Angst hat, dann sollten wir sie schon beruhigen, oder? Hashtag wegstecken. Bumsi! Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess? Ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst.
Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Einen kleinen Präsidenten. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jazz. Ihr seid geil, echt so geil, ey. Ich glaube, die sind alle fruchtbar. Ja. Okay. Und das wäre der Bär. Na gut. Fensterläden zu. Mach mal duster. War ja doch zu viel Licht jetzt. Passiert da was? Ich weiß es nicht. Ciao. Ciao. Damit wir auch bloß nicht sehen, falls draußen etwas ist. Ein Dreier mit dem Bär. Geil. Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Was durchzuziehen? Furchtbar fruchtbar. Selbstbewusst und geil. Total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin... Scheiße. Eigentlich ziemlich unsicher. Ach was, deswegen bist du ja auch so scheiße. Um es zu überspielen. Klingt kompliziert, du bist super heiß. Super. Super perforated. Jazz. Super penetrated. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja. Mach doch mal ein bisschen ran da jetzt. Mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Meine starke Rechte. Der Schild voll. Der Schild? Ja. Ist es so? Ja. Er kann nicht mehr gucken. Oh, jetzt geht's also rund. Wegstecken, wegstecken, wegstecken. Ich gebe euch recht. Was geht ab? Mike? Was ist das? Da war nix. Da, ihr habt euch verhört. Halt nach. Los, bitte. Hört ihr das? Ein Handy. Ach, ich erinnere mich sogar. Das oder ein Grammophon, echt mies, was plötzlich anging. Oder war ein Grammophon, was durch das Fenster flog. Naja, hör auf mit Grammophon. Oder eine Spieluhr. Können wir uns nichts angucken, ne? Okay. Oh, hier kann man sich eigentlich was angucken, ne? Das Handy, natürlich. Aber die Bären, die telefonieren doch sonst immer, ne? Telefonierende Bären, kennt man doch. Man kennt doch das Bärentelefon. Nicht nur das Bärenkatapult, auch das Bärentelefon. Nice! Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Ab durch den brennenden Kamin. Kam halt das Fenster. Klar. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Schon wie eine Ente. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Ficki, 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 ficki. Oh, so eine Scheiße! Bärenkatapult! Bärenkatapult! Nein! Bärenkatapult! Bärenkatapult? Oh Mann. Alter, was für ein Bär!
Alter! Die war aber jetzt nicht wirklich nackt. Und... Glaubst du wirklich, die Mädels haben das kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir haben was falsch gemacht. Wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Das war's wohl mit Wegstecken. Lodge. Ja, sie wurde weggesteckt jetzt. Der Bär hatte Down. Ja, sonst kann er ja auch nicht telefonieren. Ja. Der Bär hatte vor allen Dingen lange Finger, keine Haare und lange Fingernägel. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Huh? Hannah sprillnet wie Hannah Washington. Läuft. Toll. Gut, dass wir das gefunden haben. Hm. Hier ist nix, ne? Nope. Ich weiß, Der räudige Roland hat euren Plan durchkreuzt. Genau. Der Roland. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber hier war vorhin so eine Frau oder ein Geist oder irgendwas stand da, während das Hexenbrett Sachen gemacht hat. Wieder. Oh Mann. Mich irritiert das jetzt. Weil in dem Totem fällt sie runter und hat nur ein BH an. Das und jetzt hat sie das T-Shirt an. Und letztes Mal hatten wir es auch irgendwie anders gemacht gehabt. Hatten wir die ja ins Wasser geworfen und dann hat sie sich gar nicht erst ausgezogen. Dann war die komplett in der Jacke noch. Außerdem hatten wir noch diverse Sachen uns angeguckt gehabt in... cool. Licht im Keller, wie es scheint. Also ist doch Strom da. Wow. Hast du seltsam. Ja. Aber der Strom ist gar nicht an. Schräg. Voll schräg. Ohne Strom, extra Generator, wer weiß das schon. So genau. Ja, und letztes Mal konnten wir in dem Raum noch Sachen machen. Und was machen Tür? Sachen? Dinge. In welchem Raum? Achso, ja, wir waren hinten, wir haben das Kamasutra gelesen. Kamasutra, genau, das war und da gab es auch eine Decke. Aber da sagte sie auch, hol mir eine Decke. Genau. Ach, also man merkt, es gibt auch verschiedene... Oh! Oh mein Gott! Alter! Ich glaub schon! Möglichkeiten. Was? Die Frau. Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Knopf, Junge! Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Drück auf den Knopf! Drück drauf! Aber wir gucken erstmal, was hier so abgeht. Geht hier überhaupt noch was ab? Ich würde es mir wünschen, weil der Raum ist schön groß. Dann wäre es toll, wenn hier noch irgendwas zu gucken gäbe. Haben wir eben in dem Raum alles gesehen? Weiß ich nicht genau. Nebenan? Wir sind ja direkt weitergegangen. Warte mal. Da ist nichts. Ich habe gehofft, wir können das Buch aufheben, können wir aber nicht. Wir können hier nichts machen. Okay, wir müssen den Knopf drücken. Drück den Knopf. Irre. Ich lese jetzt erstmal. Hier ist nämlich ganz viel reingekommen. Das muss ich erst alles lesen. Bärenkatapult, Koitus. Gleich hin, bla 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 bla. Kurz bevor ich mal einen Bär. Der Bär darf wegstecken, genau. Heutige Roland, genau, bla bla bla. Glücklicherweise nicht gesehen, ist ja egal, was da stand. Tut nichts mehr steht. Okay. Ja, Knöpfe, Alter. Knöpfe. Warte, ist ja fast so wie pflücken. Halt's Maul. Pflücken. Halt's Maul. Nein. Ich muss das erklären. Nein, pflücken. Musst du nicht. Drück auf den Knopf. Ich drück auf den Knopf. Pflücken ist das furchtbarste Wort, was es gibt. Hashtag pflücken, bitte. Nein. Hashtag pflücken, nein. Bitte. Wow. Pflücken. Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Vorschicken, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und... sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Yes, danke. Und das von meiner eigenen Frau. Toll. Danke, noch mehr. Ich liebe euch. Ich hasse... Ich liebe euch. Eine Überwachung. Oho. Die Spinne war nicht von uns. Eindeutig nicht. Ein Bild von Wegstecken hat sich also erledigt. Wow. Also pflücken. Wow, ist das? Sehr gut.
Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre! 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet! Cool. Das war ganz nice. Körperbutter? Ich will's nicht wissen. Fußbutter? Hier ist nix, schau dir das mal an. Wir sind ehrlich, haben wir vorhin gesagt. Ja. Also, sind hey, wir es auch. Ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. 16 Jahre, um einen wegzustecken. Tja, kann man mal machen, oder? Was glaubst du? Nee, findet er nicht so. Okay. Ich will nochmal in den Raum, ich will nochmal gucken, ob auf dieser Seite hier noch was ist. No. Die Kamera. Und die Spinne. Geht er weg. Die Spinne. Ja, ist ja Spinne, Spinne, Spinne. Okay. So. Pass auf, jetzt ist die Tür bestimmt offen. Hä? 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 Ja, ich bin's. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Samurai. Was geht hier ab? Nix. Also diese Lücken in den Wänden, die sind schräg. Okay, aber hier geht's weiter. Hier ist noch was. Ja, yeah, tatsächlich. Eine E-Mail. Nee, jemand hinter Hannah und Beth her? Was, du hast es toll gemacht, dann wirklich. Was sind? 16 Jahre, um einen zu pflücken. Ja, toll. 8. November 2013, Dr. CJ. Swaffham. Swaffham. Abteilung für Ethnizität, bla 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 und so weiter, Vancouver. Sehr geehrter Herr Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm, sich in dem Land hier noch immer verbunden, mit dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben, zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Das hat Josh ja vorhin auch erwähnt. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Du bist dran. Ich habe mit dem Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite habe... Achso, rumdrehen? Achso. Habe wieder diesen Irren gesehen, Donnerstag. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht. Sehr, sehr bald. Halt mal die Schnauze. Donnerstag, 21.17 Uhr, hing beim Generatorschuppen rum, wo wir plötzlich jemanden sahen. Richtig. Ich werde ab jetzt Buch führen. Tja, da will wohl jemand den Stamm wegstecken. Ha? 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 Oder pflücken. Okay, also Fakt ist, dass, die Washingtons Probleme mit ihm haben. Häuptling wegstecken. Stecknase. Pflück. Häuptling haariger Bär. Fruchtbarer okay. Bär. Okay, weiter. Noch ein Raum. Das dürfte wieder... Ah, das ist wieder... Haustür. Die Haustür. Ab nach draußen. Die natürlich zu... Es ist... Ich frage mich auch, wo Josh ist, zum Beispiel. Der läuft wahrscheinlich die ganze Zeit hinter uns her und macht die Türen alle wieder zu. Ganz hat nichts zu tun. Ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Verbrecher? Da war eine Nachricht auf dem Pflücken? Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen, das Licht, na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris,
Wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Na komm. Rod! Hörst du das? Das ist Josh. Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich! Der komm, mach auf! Sie hast über den Kopf dagegen klopfen. Okay, was geht ab? Ash! Wow! Fuck! Das Atmen. Wie beim Beobachten. Ja. Sieht aus, als ob sie in die Hose gemacht hätte. Der Typ ist krank. Boah. Heilige Scheiße. Fetter Clown. Ne. Oh. Tada! Okay, jetzt ist das Vieh aufgeweidet. Ausgeweidet, ja. Offen. Aufgeweidet. Ja. Und da steht ein Sarg. Und da sind noch mehr Ketten. Der Clown darf nun wegstecken. Ne. Stimmt. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst. Ach so, ja, cool. Das ist, glaube ich, einfach. Sehr gut. Gucken, wer cooler ist, könnte gut werden. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Ach, so, das geht. Das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Das ist okay. Cool. Ganz kurz, das brennt mir schon die ganze Zeit auf der Seele. Von wegen Illuminaten confirmed. Wegstecken. Half-Life 3 confirmed. So. Ich mag Sam. Ich mag Josh. Masse. Nix. Ja, ist so. Ich mag aber, glaube ich, Sam lieber als Josh. Von Sam hatten wir halt noch nicht viel gehabt. Deswegen, die konnte doch nicht baden gegangen werden. Das wissen wir halt nicht. Die ist aber cool. Josh ist aber auch nicht. Die Maus sagt Josh, das habe ich geahnt. Die nächste Antwort zählt. Sam. Ha! Okay. Haha. Okay. Josh. Jo. Tut mir leid. Sam, das ist, glaube ich, ausgeglichen. Definitiv Matt. Ja, ja. Matt Brötchen ist cooler als die Tante, ey. Kratzbürste. Die Frage ist auch, wer sind wir? Die Frage haben wir im Let's Play uns schon gestellt. Sind wir hier? Wir haben es ja nicht beendet, deswegen. Oder sind wir irgendjemand? Richtig. Ich mag Chris lieber, ich mag Ashley lieber. Ist schwer, ich finde die beide gleich cool. Sympathisch. Ja, finde ich auch. Er ist so ein lustiger Dödelkopf und sie ist halt total die Liebe, irgendwie so, bis jetzt. Mhm. Schwierig. Ich glaube, wir nehmen mal. Warte. Ash, Chris, Ash. Drei für Ash, einer Chris. Okay, dann nehmen wir Ashley. Ich hätte jetzt Chris Ashley genommen. Ashley zum ersten, zum zweiten. Okay, die nächste Antwort zählt. Zum Chris. Verdammt. Dann ja, jetzt ist 3-3. Ach so. Nein. Doch. Chris, Ash, Chris. Jetzt ist es 3-3. Jetzt ist 4-3. Ash, Chris, Ash. Ah, Chris, Ash, okay. Chris, ich Ash. Hatte Jokers, Ash. 4-3, alles klar. Dann nehmen wir Ashley. Na gut, nehmen wir. Passt. Ash. Ja, jetzt ist okay. Es sogar noch eindeutiger. Gut. Läuft. Cool. Wischen. Latritrat, ich begrüße leicht. Dich. Mike. Eindeutig Mike, yes, ja. Sir. Mit der James Dean Gedenkfrisur. Der Typ ist widerlich. Was der mit seiner Zunge alles treibt. Dann Josh. Ja, klar, auf jeden Fall. Chris. Ja. Auf jeden Fall Chris. Ganz klar. Das ist jetzt relativ einfach. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen
kannst du da am wenigsten leiden? Das ist schwierig. Aha. Das hatten wir letztens auch schon. Ich glaube, Emily die war bis jetzt mieser einfach. Die ist ein bisschen blöder noch, ja. Nicht außerdem viel, hat aber Jessica gerade der Probleme. Wenn sie überhaupt noch lebt. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Ja. Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Ah, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Ja, dafür zahle ich jetzt $400, weißt du? Meh.